Hallo liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier. Und heute habe ich Groudon vorne, Giratina ganz neu hochgezogen. Ist ein 96er Giratina und Mamutl hinten. Morgen werde ich morgen. Morgen werde ich wieder Kyogre mal ausprobieren. Habe ich einen Zuschauer versprochen, dass ich Kyogre verwende. Und das werde ich auch morgen machen. Heute wollte ich aber Giratina auf jeden Fall testen. Ich denke, das Team kann schon solide sein. Also Giratina ist auf jeden Fall auch gut gegen Melmetal. Und Groudon halt gegen Dialga. Ja. Okay, da hatte jemand dieselbe Idee wie ich. Dann wollen wir mal gucken. Ich habe einen 98er Groudon. Ich gehe direkt auf Erdbabin. Wirst du auch auf Erdbeben gehen? Ich will dich nicht. Ich will nicht. Okay, ich hätte schilden sollen. Ah, hätte ich den Feuerschlag wenigstens eingesetzt. Ja, da bleibt mir nur Mamutl übrig. Da brauche ich auch nur auf Lawine zu gehen. Ah, das habe ich glaube vergeigt. Das habe ich, glaube ich, easy peasy vergeigt. So, wird jetzt dein Shit kommen? Ich gehe eh nur auf Lawine. Sehr gut. Ja, da weiß ich, dass ich zweimal Lawine schaffe. Hörst du nochmal schön? Nein, gut. Und du schaffst nochmal die Attacke. Nee, den Shit hebe ich mir aber auf. Könnte vielleicht doof sein. Aber ich will meine Tina haben. Oh, Togekiss. Oh, warum ist ein Togekiss hinten? Oh, bitte. Schilde. Perfekt, Schild ist da. Oh, ich krieg den Boost. One Day und den Boost. Also das erste Mal Giratina und der Boost. Und ich glaube, das hat mir den Sieg gebracht. Ja, und du gibst auf, okay. Ja, das hat mir den Sieg gebracht, ehrlich gesagt. Ich hätte das höchstwahrscheinlich sonst verloren. Gebe ich auch offen und ehrlich zu. Perfekto. Also ich nehme den Boost ja eigentlich ganz gerne, ne? Also der Boost hat auf jeden Fall das Match gedreht. Also Groudon gegen Giratina in Fettform, nenne ich es mal. Schwabbeltina in Schwabbelform. Aber es ist eher recht tanky, also eigentlich dürfte Groudon dagegen gar nicht so schlecht abschneiden. Muss man dich mal glubschen. Du schildest gleich, okay? Ich werde nicht schilden. Wie viel macht Drachenklaue? Es geht. Gleich kommt die nächste. Genau. Die akzeptiere ich auch. Na, vielleicht kriege ich beide Schilde von ihr. Oh, schon wieder Drachenklaue. Ja, aber zum Erdbeben dürfte ich auf jeden Fall noch kommen. Und Erdbeben tut dir weh. Ja, vielleicht hätte ich das erstmal einfach auch ködern sollen, aber ein Köder tut da gegen das Giratina schon ganz schön weh.
So, ich gehe in Marmottel. Da kann ich ein bisschen farmen. Ich werde mein Schild aufbewahren, muss ich sagen. Drachenklaue ist jetzt von dem Giratiner nicht so stark. Die Drachenklaue nehme ich auf jeden Fall noch. Die nächste würde ich dann schilden. Okay, du wechselst in die Jäger. Okay. Bekomme ich jetzt den nächsten Schild? Es könnte Dampfwalze sein, ne? Okay. Es hätte ja nur Dampfwalze sein können. So, jetzt muss ich in Giratina rüber. Okay. Ich gehe jetzt trotzdem in Giratina rüber. Oh, wo kommen die ganzen Togekiss heute her? Wollt ihr mich eigentlich rollen? Die wollen mich alle mit Togekiss heute mobben. Wo kommen die ganzen Togekiss heute her? Ja, das habe ich verloren. Da hätte ich auf Spukball gehen müssen. Dann gehe ich jetzt nochmal auf Unheilbe. Ja, ich schütte trotzdem. Schade. Oh, hätte ich das gewusst, wäre ich mit Marmottel auf Dampfwalze gegangen. Ja. Hat der Gegner gut gespielt. Ich hätte auf Spukball gehen sollen. Schade. Aber hat der Gegner richtig gut gespielt. Schade. Schade, 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 schade. Ja, mit einem Köder hätte ich das dicke Giratina vielleicht plätten können. Ich will von dem dicken Drachenklauen nicht schilden, weil... Ja, hallo Kyogre. Hallo Kyogre. Und da bräuchte ich jetzt mal einen Giratina auf jeden Fall. Ja, er hat genau eingesetzt. Hoffentlich habe ich noch nicht eingesetzt. Bitte der Köder. Der Köder wenigstens landet. Rechne ich auch mit Schild. Natürlich kommt da kein Schild. Und jetzt kommt 100 Pro der Schild. Jetzt kommt da 100 Pro. Ja, war doch klar. Okay, die geht gleich rüber. Ich muss unbedingt schilden. Da gibt es gar kein Wenn oder Aber. Hier nicht zu schilden. Und ich gehe einfach auf zweimal Lawine. Lawine macht auch schon richtig gut Schaden. Und jetzt nochmal einsetzen. Ja, ich muss auch mit dem Team hier erstmal richtig warm werden. Dann hast du wahrscheinlich noch was gegen meinen Giratina, wa? Jetzt kommt wahrscheinlich Kyogre. Du setzt sogar Surfer ein. Okay. Walu? Warum setzt du Surfer ein? Das ist doch nicht wahr, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Wieder ein wunderschönes Togekiss. Ah, er schildert es. Oh, der Boost, der Boost, der Boost. Ja, das wird aber wahrscheinlich nicht reichen. Gehe ich mal von aus. Denn ich bräuchte auf jeden Fall noch
gerade die Unheilbö fertig gehabt. Ja, das wird reichen. Trotz Boostes, aber Togekiss hat zu viel Damage gemacht. Schade. Okay, das Team läuft bisher nicht gut. Aber die Führungen waren auch bisher nicht so pralle, muss ich zugeben, ne? Also, gegen Kyogre gleich sofort Erdbeben einsetzen. Definitiv gleich Erdbeben. Ja. Warum habe ich Giratina heute nicht vorne? Sonst habe ich immer Dialga und so vorne. Es laggt. Vielen Dank. Danke. Danke, Niantic. Feuerschlag kommt. Ach, das macht gar nicht so viel gegen Mewtwo. Ja, eine Attacke werde ich nehmen. Oh, das zieht schon. Die werde ich jetzt schilden. Ja, gegen Mewtwo weiß ich nicht, wie ich das sonst spielen soll. Also die nächste werde ich nicht schilden. Wird jetzt ein Schild kommen. Ich setze jetzt einfach nochmal ein. Könnte vielleicht unter Umständen doof gewesen sein. Ah, Mewtwo ist so schwierig, ja, jetzt kommt wieder Dialga. Ja, du setzt hier Giratina gegen Marmortel ein, okay. Ich heb mir den Shit auf. Und droppe noch schnell die Lawine. Und wie ich dich kenne, würdest du das schön. Ich könnte ja auch ein Dialga hinten haben. Kleiner Spoiler, ich habe kein Dialga hinten. Oh, du machst so viel Schaden, du machst so viel Schaden, du machst so viel Schaden. Und du wirst wahrscheinlich auf zwei Eisenschädel aufbauen, wa? Aber Spuckball ist schon schön. Ja, das wird jetzt zweimal Eisenschädel sein wahrscheinlich. Bei meinem Glück. Ja, Eisenschädel 1. Und genau wo ich Spukball habe, hast du Eisenschädel Nummer 2. GG. Also mit dem Team brauche ich auf jeden Fall Übung. Beziehungsweise generell mit Giratina bräuchte ich Übung. Ich teste mal Giratina vorne. Für den letzten Kampf. Kurzer Wechsel. Giratina habe ich halt extra heute hochgezogen, weil ich eigentlich gute Kämpfe zeigen wollte. Aber bisher war es nur ein guter Kampf. Und gar kein Melmetal vorne, wundert mich eigentlich. Jetzt kommt Melmetal. Melmetal ist gut vorne für mich. Ich nehme hier dieses Pokémon. Da gewinne ich auch auf jeden Fall den Ladeattackenleistand. Du schildest nicht, ich werde auch nicht schilden. Kraftkoloss sollte ich auf jeden Fall von dem Pokémon hier überleben. Ja, da ist er. Da ist der zweite. Ich habe eine Idee. Haltet mich für verrückt. Okay, ja.
Okay. Ich dachte, ich mache trotzdem mehr Schaden, wenn du abgeschwächt bist. Aber somit habe ich den Boost bekommen. Und Body Slam dürfte mir überhaupt nichts. Und ich hole mir jetzt einfach Energie. Ich bin jetzt so verrückt und hole mir Energie. Body Slam macht nämlich gar nichts. So. Ah ja, du kommst mit deinem eigenen Stil rein. Ja, da brauche ich nur auf Unheil gehen. Will immer erstmal gehen. Weil das tut dir trotzdem weh. Okay, und du gibst auf? Nur weil ich den Boost bekommen habe? Okay, geil. Ja, wenigstens ein 2 zu 3, Mann. Oh, ich ärgere mich. Hätte ich Giratina jetzt die ganze Zeit vorne gehabt, wäre es besser gewesen. Aber egal. Ja, ich gebe ein paar Punkte leider runter wieder. Aber ist ja nicht so schlimm. Giratina wollte ich einfach mal vorstellen. Und ja, für die Folge war's das. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.